Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Die erste Frage, wie sind Sie zum Fußball gekommen? Durch meinen älteren Bruder. Der ist 4 Jahre älter und hat mich immer mitgenommen am Fußballplatz. Eltern waren auch immer Fußballer, also Fußball begeistert, und Mutter und Vater haben beide Fußball gespielt, insofern zwangsweise zum Fußball gekommen. Okay. So. Ja. Wer war Ihr Idol früher? Ganz früher gab es keins. Ich habe mit dem Wolfgang Rolf zusammengespielt und habe den dann so als Vorbild eigentlich erkannt. Und weil ich den auch selber erlebt habe, wie er trainiert hat, wie er mit den Angestellten umgegangen ist und mit den Fans, Kindern, alles drum und dran. Das war so den ich mir zum Vorbild genommen habe. Gut. Dann würde uns noch interessieren, bei welchem Verein Sie in der Jugend gespielt haben. Angefangen beim SV Spielberg, kleines Dorf in der Nähe von Karlsruhe. Dann gewechselt zur SG Friedrichsthal-Blankenloch. Bisschen größerer Verein auf der anderen Seite von Karlsruhe, ein bisschen weiter entfernt, und dann in der A-Jugend dann zum KSC gewechselt. Okay. Der Druck im Profifußball ist ja schon ziemlich hoch auf die Spieler. Wie hoch ist der Druck schon in der Jugend? Also zu meiner Zeit war er nicht hoch. Heute ist er, ich würde mal sagen, exorbitant hoch, denn die Jungs im Jugendfußball, speziell wenn sie dann bei Profimannschaften spielen, ist schon extrem hoch, weil es nicht nur der Erfolgsdruck im Verein, sondern es ist auch das Gesamte, das Erwachsenwerden. Das ist ja auch ein bestimmter Druck, wenn man dann in die Pubertät reinkommt und dann vor allen Dingen die Schule noch dazu hat. Dann hat man ja die ersten Freundinnen, die dazu kommt. Das heißt, es ist alles ein Gesamtpaket, und der ist schon extrem hoch, der Druck, weil natürlich auch keiner mehr die Zeit hat, sich runterzufahren, weil du hast in der Woche hast du die Schule und am Wochenende hast du den Fußball. Und deswegen gibt es bestimmt einige, die mit Anfang 20 ausgebrannt sind. Okay. Haben Sie Erfahrungen sammeln können persönlich in Ihrer Fußballkarriere? Also was Sie mitgenommen haben aus der Karriere? Ja, wie heißt es so schön, der Spruch, nichts ist so vergänglich wie der Ruhm von gestern oder sowas. Was du mal geleistet hast, zählt heute nicht mehr. Ist eigentlich egal. Und das musst du wissen, Fußball ist ein Geschäft. Es ist Sport im Hobbybereich, klar. Im Profifußball ist es ein reines Geschäft. Wenn du deine Leistung bringst, bist du up to date. Kannst du es mal nicht mehr bringen, bist du schneller auf dem Abstellgleis, wie du gucken kannst. Ja, früher, also in der Jugend, da geht man ja gerne auf Partys oder so. Wenn sie dann am nächsten Tag Training haben oder dann mal gesagt haben, ja, ich kann nicht, ich habe morgen Fußballspiel, meine Freunde sauer, oder haben sie sogar auch Freunde verloren durch? Nee, ich hatte ja einmal in der Schule, das ist halt die Erinnerung geblieben, hatten wir auch mal im Deutschunterricht so eine Rubrik Berufswunsch, und dann habe ich gesagt, ich möchte Fußballprofi werden und deswegen kein Alkohol, keine Zigaretten und keine Freundin bis 18. Da haben dann natürlich dann einige gelacht, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Freund, der beim KSC bei den Amateuren gespielt hat und der aufgrund von Beziehungsproblemen 4 Wochen lang ja total unkonzentriert war, total weg vom Fenster. Der hatte dann gar keine Konzentration mehr, um Fußball spielen zu können. Deswegen war das so für mich so ein Spleen. Da wurde dann in der Schule gelacht und ja, das war das Einzige. Aber Partys, ob ich da eine verpasse oder nicht, ist egal. Wenn du es nachher geschafft hast, kannst du deine eigenen Partys schmeißen. Ja. Die sind nicht schlechter. Bestimmt. Ja, was uns auch noch interessieren würde, wie so ein Tagesablauf von einem Fußballprofi ist. Wie man auf, also wann man aufsteht, was man frühstückt, Training. Es gibt unterschiedliche Tagesabläufe natürlich. Wenn ein normaler Trainingstag besteht bei einem Profi aus einer Trainingseinheit von maximal 1,5 bis 2 Stunden. Jetzt rechnet man eine halbe Stunde davor, eine halbe Stunde danach noch in der Kabine zu sein. Also ist jetzt nicht unbedingt, dass man sich zu Tod schuftet. Okay. Also man steht, der Training ist normal um 10. Das heißt, wenn du um 8 Uhr aufstehst, 8:30, reicht vollkommen. Und wenn zweimal Training ist, hast du mittags nochmal um 3 Training. Aber ansonsten, also
Es ist ein relativ, weil dir es ja selbst Spaß macht, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht, ist ein entspannter Tagesablauf. In Freizeit aber zwischendurch ist auch noch genug. Ja, manche Trainer probieren das ein bisschen einzuschränken, wobei ich immer der Auffassung bin, das geht so lange gut, bis kein Erfolg mehr da ist. Dann wird alles wieder geändert und im Haufen geschmissen. Das heißt, jeder Spieler ist auch die Schwierigkeit. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Kindergarten. Schwierigkeit ist, so viele Leute unter einen Hut zu bringen, zu motivieren, bei der Stange zu halten. Und du bist abhängig von denen. Wenn der Stürmer am Samstag kein Tor schießt, kannst du noch so tolle Trainingsinhalte machen. Das interessiert dann keinen mehr. Vor so einem Spiel, was geht einem da durch den Kopf? Im Mannschaftsbus oder in der Kabine oder vor dem Anpfiff auf dem Feld? Ja, auch das ist unterschiedlich, weil wenn du als junger Spieler zum Spiel fährst, dann hast du bestimmt eine gehörige Portion Anspannung und Nervosität. Wenn du ein erfahrener Spieler bist, ja, ist es Alltag. Dann hast du das eigentlich schon überwunden. Natürlich hast du die ersten 2-3 Minuten vom Spiel, also wenn das Spiel angefangen hat, da hast du natürlich so das übliche Kribbeln, aber das hat nichts mehr mit Nervosität zu tun. Das ist einfach die freudige Anspannung auf das Spiel, dass es endlich losgeht. Und also wenn ich jetzt, weil ja heute Abend das tolle Spiel ist, Leverkusen gegen Barcelona, ich glaube, da kann schon der ein oder andere ja, freudig angeregt und sehr positiv eingestimmt sein. Gut. Dann nochmal zur Freizeit. Wie haben Sie Ihre Freizeit geschaltet zum Ausgleich von Fußball, also außerhalb Fußball? Also bei uns war eigentlich Familie. Und danach natürlich, als dann die Kinder da waren, war ich einfach nur präsent. Man hat natürlich den einen oder anderen Auftritt bei den Fernsehsendern, Interviews, die man geben kann, muss. Also das ist ja auch das Schöne, es ist ja nie ein Muss, es ist immer nur ein Kann. Und was man vielleicht hätte machen sollen, was jeder als Tipp sagt, ist, dass man sich weiterbildet, aber es ist schwer, einem jungen Spieler, der Anfang 20, ja, ich sage jetzt mal 6-7-stellig verdient, zu sagen, du solltest schulisch noch was machen, weil wer weiß, wie lange das noch ist. Ne? Es ist verdammt schwer, aber man hätte durchaus die Zeit, sich da noch was um was anderes zu kümmern, aber machen ganz wenige. Ja, Sie hatten ja auch viel Verletzungspech im Kreuzband. Wie geht es einem, wenn man sich monatelang oder auch über ein Jahr lang auf eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft freut und man fällt dann verletzungsbedingt aus? Ja, Vorteil bei mir war, ich habe mich relativ früh verletzt. Das heißt, schon in der Jugend hatte ich einen Kreuzbandriss, als ich gerade meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Was natürlich auch dazu beiträgt, um sich in dem Fußballbereich durchzusetzen. Denn du weißt, nach einer Woche, in der jeder seine fast schon Beileidsbekundung getan hat, zu sagen, oh, was dir alles passiert ist, ja ganz schlimm, dann bist du vergessen. Also es dauert eine Woche und dann interessiert es keinen mehr, ob du einen Kreuzbandriss hast oder nicht, weil du spielst da nicht. Du bist ja nicht für niemanden mehr interessant. Und insofern hatte ich später dann so weniger Probleme, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, das Kreuzband ist durch. Die WM fährt ohne mich weiter. Das heißt, okay, abgehakt, du musst sehen, es dauert 6 Monate, dann bist du wieder da und dann fängt wieder alles von vorne an. Insofern war, ja, also Gedanken an Karriereende oder sowas kamen nie. Ja, welche Faktoren spielen zum Beispiel eine Rolle, um Nationalspieler zu werden? Muss man da irgendwas Bestimmtes mitbringen? Oder? Neben den ganzen selbstverständlichen Dingen, die auch zu jedem anderen Beruf gehören oder in die Schule gehören, ist Selbstmotivation, die Einstellung, mehr zu tun, als gefordert wird, was jeder Bundesliga-Profi hat, sonst hätte er es nicht in die Bundesliga geschafft, gehört eine Portion Glück dazu. Und das kannst du noch jemandem so oft erzählen, das glauben die wenigsten. Aber wenn du es dann mal so weit geschafft hast und du denkst zurück, wie deine Karriere war bis dato, dann weißt du, dass Glück ein erheblicher Faktor ist. Wie gestalten Sie Ihr Leben heute, Tagesablauf? Entspannt. Sehr entspannt. Also
Es schwirren viele Ideen im Kopf, die man beruflich machen kann. Wir haben eine Spielerberatungsagentur gegründet. Ich bin noch in einer anderen Agentur dabei, die Events veranstaltet. Was aber, ich sage jetzt mal, darauf, oder wo man daraus ableiten kann, dass man das noch nicht gefunden hat, was man eigentlich machen möchte, weil das sind zwei Berufssparten, die, ja, die gehen nebenher. Du brauchst keine Ausbildung dazu, du brauchst Kontakte, das alles. Aber es schweben noch so zwei, drei andere Dinge im Kopf rum. Da bin ich jetzt mal dran, vielleicht was ordentlich zu machen. Wer weiß. Mal gucken. Aber ich bin sehr viel zu Hause präsent, falls, weil wir haben drei Kinder, falls da irgendwas ist. Und bin im Moment sehr zufrieden damit. Ja, mussten Sie oft die Position innerhalb der Mannschaft wechseln, oder? Beim KSC ja, also am Anfang der Fußballkarriere, Profikarriere, da hatte ich Libero, Innenverteidiger, rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger, zentrales Mittelfeld im Defensivbereich schon gespielt, aber in Leverkusen dann nicht mehr. Leverkusen in der Nationalmannschaft, da war im Prinzip klar, du bist im defensiv-zentralen Bereich zu Hause und da ist dann auch kein großer Wechsel mehr da. Was war Ihr größter Erfolg in Ihrer Profilaufbahn? Der Erfolg dauert eigentlich noch an. Ich bin doch immer noch mit der ersten Frau verheiratet. Aber fußballerisch ist eigentlich für mich sportlich gesehen, also rein sportlich ist es natürlich die Weltmeisterschaft in Deutschland. Klar, weil ich durfte vorher in Leverkusen nicht spielen, weil ich suspendiert wurde. Dann kam ich zurück, dann habe ich in Leverkusen gespielt, habe gut gespielt, ging mit zur WM. Wir scheiden aus im Halbfinale. Alle traurig und ich habe das Glück, dass ich dann im Spiel um Platz 3 spielen durfte, weil sich dann noch der Robert Huth verletzt hat. Insofern Glück, aber ich habe gespielt. Wir haben noch ein tolles Spiel gemacht, gegen Portugal noch gewonnen. Ich habe eine gute Leistung gezeigt. Punkt. Perfekt. Ja, wie geht man mit in Anführungszeichen der Berühmtheit um, also privat? Wie schützt man zum Beispiel seine Familie vor Paparazzi und... Kannst du ja fast gar nicht, weil in Deutschland gibt es ja die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, das ist ja alles toll. Du kannst ja heutzutage ein Foto von jemandem machen, die Zeitung reinsetzen und sagen und eine Meinung drunter schreiben, ist ja toll. Insofern ist es verdammt schwer, aber Popularität hat sich bei mir immer in Grenzen gehalten. Klar, man wird irgendwo erkannt, aber im Vergleich zu Micha Wallack oder vom Lukas oder vom Bastian Schweinsteiger ist das ja ein Kinkerlitzchen. Also ich kann hier durch die Schule gehen, wird mich wahrscheinlich 10 Leute erkennen. Wenn Balle hier durchgeht, ja, gehen die Klassenzimmer auf. Das ist was anderes. Also da bin ich auch, war ich immer einer, der so zweiten, dritten Reihe gestanden ist. Was aber auch nicht schlimm ist. Also ist ja klar, habe ja auch hinten gespielt. Welche Faktoren haben die Rolle gespielt, sich hier im Bergischen anzusiedeln, wie zu wohnen, zu leben? Kinder. Die Kinder sind in Leverkusen geboren. Wir haben während der letzten Jahre in Leverkusen in Kürten oben ein Haus gebaut, sind hier aufgewachsen, haben ihre Freunde hier. Letztendlich, das ist der ausschlaggebende Punkt. Alles andere wäre für mich eigentlich zweitrangig. Ich habe letztens wieder gesagt, wenn meine Frau kommen würde, würde ich sagen, lass uns alles verkaufen, wir ziehen nach Australien, würde ich auch machen. Durch das, dass ich natürlich auch mit 14 angefangen habe, in der Jugendnationalmannschaft zu spielen, oft unterwegs war, dann der Wechsel nach Friedrichshain-Blankenloch, wo ich dann auch im Prinzip in einem Heimatdorf nichts mehr zu tun hatte. Ich bin an anderen Orten in die Schule gegangen, ich habe an anderen Ort Fußball gespielt, ich war oft unterwegs. Ist so die heimatliche Verbundenheit eigentlich wirklich das, was man so sagt, Heimat ist da, wo das Herz ist und wo die Familie ist. Alles andere habe ich keine Bindung. Und das wollte ich eigentlich meinen Kindern oder unseren Kindern geben, dass sie eine Heimat haben, dass sie irgendwo ein Rückzugsgebiet haben, wo sie immer wieder hinkommen können, wo sie sagen, hier bin ich aufgewachsen, hier fühle ich mich wohl. Ja, dann noch eine Frage, wer ist momentan ein großer Spieler? Wer hat viel Potenzial und wer wird einmal ein ganz großer werden? Jetzt von den heutigen Bundesligisten. Das ist eigentlich auch
Ja, wenn man jetzt Götze sagt, der ist ja schon, hat es ja schon erreicht. Ne? Aber ich glaube, dass Leitner und Draxler, obwohl er auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat, das Potenzial noch nicht ganz abgerufen haben, dass die schon noch extrem nach oben schießen können. Es sind einige in der Jugend, die auch da auf sich aufmerksam machen werden, definitiv, aber die alle zu nennen, weil da kommt halt das Glück noch dazu. Das ist, ich habe einige Jugendspiele gesehen, da ist unglaublich viel Potenzial. Also die sind jetzt weiter, wie ich vielleicht damals in den ersten 2, 3 Profijahren. Aber wenn sie die Chance nie kriegen, dann verzauern sie. Ja, was haben Sie damals als persönlichen Ausgleich gemacht für den Fußball? Also Sie sagten, bei Hobby haben Sie zum Beruf gemacht. Ja, ich habe Computer gespielt und ultra viel gelesen. Also ich habe zwischenzeitlich 4, 5 Bücher parallel gelesen. Ich hatte eins in der Tasche drin, eins im Mannschaftsbus, eins in der Kabine, eins neben dem Bett. Ich habe also mitunter 4, 5 Geschichten parallel gelesen. Das ist, ja, das, was für mich eigentlich auch das Spannende war, immer wieder was Neues anzufangen. Ich war immer so, dass ich nie ein Buch fertig gelesen habe und mir dann überlegen musste, was lese ich jetzt, sondern da gingen andere parallel weiter. Ja, was geht in einem vor, wenn man Spiele verloren hat? Sucht man dann selbst die Schuld bei sich selbst, bei der Mannschaft oder bei einzelnen Spielern? Also am Anfang macht man sich auch sehr viel Gedanken. Klar, dann überlegt man, woran hat es gehapert? War man allgemein nicht gut drauf? Hat man selbst Fehler gemacht? Und auch da wieder, im späteren Verlauf der Karriere, kommst du auf den Trichter, das Leben geht weiter. Du kriegst von der Öffentlichkeit eingetrichtert, wenn du gewinnst, darfst du nicht feiern. Und vom Trainer kriegst du eingetrichtert, wenn du verlierst, darfst du nicht trauern. Weil du musst dich ja wieder neu fokussieren. Aufs nächste Spiel, genau. Und deswegen auch da, das ist zum Analysieren, ist der Trainer da. Und du hast dir dann gar keinen Kopf mehr gemacht. Einfach das nächste Spiel und dann gut war. Wenn überhaupt schon das nächste Spiel. Wenn ich das direkt überlegt hast, was du zum Abendessen isst. Teller macht ja Werbung in der Nationalmannschaft. Haben Sie auch viel angesprochen oder machen Sie auch viel Werbung? Nee, das nicht. Und das ist eigentlich, was mich wundert. Auch gerade während der WM 2006 hatte ich vorher schon mal das Thema mit Werbung und Nationalspielen. Da habe ich gedacht, bin mal gespannt, wer jetzt in der Werbung ist. Und du hast immer nur, ich glaube, 3 Spieler waren es. Das war Poldi, Ballack und Schweini. Oder jetzt ist er ja Herr Schweinsteiger. Also hat er sein Image geändert, was eigentlich sehr gut ist. Und dann kam der Philipp Lahm dazu und jetzt Thomas Müller noch einen danach. Aber das hat mich eigentlich gewundert, dass relativ wenig in die große Werbung eingestiegen wird mit Nationalspielern. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber weil die Nationalmannschaft ist ja absoluter Sympathieträger. Gut, man hat noch Lehmann gehabt mit der Investmentgesellschaft da, aber jetzt hieß es auch nicht mehr, warum auch immer. Ja, haben Sie noch viel Kontakt zu Ihren Ex-Kollegen? So von Leverkusen oder... Ja, ich bin jetzt auch nicht einer, der viel Kontakt hält, muss ich dazu sagen. Aber das Schöne ist, wenn man sich sieht, dann freut man sich. Also ich glaube nicht, dass ich jemand bin, bei dem sich ja, die meisten Leute dann oder mit denen ich zusammengespielt habe, rumdrehen und sagen, ach, der Idiot ist wieder da. Also man freut sich, man redet dann nicht bloß über das aktuelle Geschäft, sondern auch über Familie, was machst du jetzt? Und ja, man schwelgt noch nicht so sehr in den Erinnerungen, sondern man geht wirklich nach vorne. Andere noch Fragen haben? Ein Profi noch? Nee, wir bedanken uns bei dir, würde ich sagen. Ach so, jetzt schon. Wunderbar. Genau, mal eine kurze Pause, mal was trinken. Machen wir eine kurze Pause, vielleicht fällt uns noch was ein. Ja, klar.